Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Nein, angespielt und so weiter halt einfach. Und es geht jetzt darum, Leder zu bekommen. Und natürlich spielt der Janni genauso wie der Martin eben auch mit einer unheimlich unpraktischen Einstellung. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder alles zurückstellen. Mühsam. So. Jetzt aber. Das heißt, ich muss jetzt hier 380 Meter zurücklegen. Dafür kannst du ja auch dein Hol ich Pferdchen den rufen. Gaul, ja, genau. Hol ich den Gaul. Hallo Gaul und aufsitzen. Das habe ich auch schon gelernt, 350 Meter in der Richtung. Okay. Sei vorsichtig, Bayek. Siva hat sich verändert. Ja, wenn die das sagt, dann wird es schon stimmen. Ach du lieber Gott, jetzt. Das sind relativ enge Gassen. Im Gegens. Ah, immerhin komme ich da noch durch. Mit dem Kamel wäre ich wahrscheinlich hängen geblieben. Ja, das hatte ich. Ich habe beim ersten Mal habe ich da. Habe ich mit dem Kamel gespielt, da wollte ich auch durch so einen Durchgang durch und bin voll dagegen gesemmelt. Mein alter Magi-Posten. Ich werde mit Senno darauf gehen. Okay. Jetzt Da aber war da nicht. sowas wie Baywatcher. So ein Aussichtsposten, ja. Baywatch. Neuer Ort. Sperrgebiet. Schon wieder ein Haufen Kohle. Das waren 25, ich habe vorhin 1000 gemacht, also. Naja, aber du hast auch, als du Siva entdeckt hast, hast du Ich auch würde absteigen, weil 25 gemacht. sonst verjagst Ja, du die Tiere ja. vielleicht, ne? Mach dich mal locker. Ja, du hast es ja alles schon dreimal gespielt, ne? Nein. Ah, guck Schau. mal, Andelum. Oh, Scheiße, die haben tatsächlich jetzt, ne? Ich habe es doch noch gesagt. Kacke. Ja, das ist nicht schön, ne? Jetzt sind die wieder 100 Meter weggelaufen. Naja, gut, dann schleiche ich halt jetzt. Jetzt. Schau, da steht schon die ersten. Ja. Und vielleicht gehe ich da mal ins Gebüsch. Guck mal, jetzt bin ich sogar komplett unverunsichert. Was ist das denn? Die laufen schon wieder weg. Hä? Aber nicht wegen mir. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Dreck? Aber Hey, aber ich glaube, dass dein da gerade Adler eine hat gerade. Antilope. Ja. Weiches Leder. Wir brauchen fünf. Das ist natürlich mehr, als wir haben, ne? Ja. Oh ja, hey, das könnte anstrengend werden. Als ich es beim ersten Mal gespielt habe, da war das ziemlich easy. Was? Ja. Aber jetzt sind sie nicht weggelaufen, obwohl du da so offen Das wird reichen. standest. Oh, guck Dank mal, Reed, die war Göttin der ergiebiger. Jagd. Die war ergiebiger. Der an der Löwe. Wo ist es? Hä? Hallo, Pferd? Oh. Ja, da kommt's. Ah, du, ich hab schon. Hallo! Ja, ignoriert dich halt Bist du einfach. nur ganz frisch, oder was? Komm, die reit mal um. Hoppla, hoppla! Also, wo muss ich denn überhaupt hin? Also sicherlich wieder zurück, das ist mal Oder eh nee, du klar. schau mal, du musst auf die Ausrüstungsseite gehen. Aha, kann ich das selber machen oder was? Also dann gehen wir mal hier mit Options, Ausrüstung. Herstellung wahrscheinlich. Unten rechts. Ja, genau. Oh nein, ah, das ist ja echt bescheuert hier. Die Steuerung gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das kann einem auch nicht gefallen. Brustschutz. Benötigte Herstellen. Materialien herstellen. Das war ja leicht. Brustschutz erhöht, hä? Jetzt ist er blau. Blau, ja, stimmt. Und was heißt das hier mit dem Anheften oder?
Lösen, anheften? Wahrscheinlich anziehen oder nicht anziehen. Oder? Keine Ahnung. Das müsste ich doch dann sehen, oder nicht? Weil, unten. Oh. Geh nochmal auf anheften und nicht anheften. Jetzt geh nochmal runter. Versteh's nicht. Und wenn man jetzt anheften drückt, was jetzt halt entlösen? Hä? Hä? Warum steht da anheften? Keine Ahnung. Muss man im Internet googeln? Ja gut, ich lasse jetzt einfach so. Man weiß es nicht. Brustschutz. Nun gut. Angeheftet. Nee, nicht angeheftet. Du hast es gelöst. Ich will es aber anheften. Das wird perfekt passen. So. Hinter dir ist einer, pass auf. Da wirst du jetzt direkt attackiert. Ha! Aber dem habe ich mal zumindest mal aufs Maul gehauen. Ja, das ist ja super. Ich will aber eigentlich jetzt nicht unbedingt eine neue Quest. Ich will mich verpeitschen. Wo ist denn der jetzt? Ah, was? R3, um ein Ziel zu erfassen. Die sind ja voll schnell und so. Aber wie kann ich denn kämpfen? Ach ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Also. Ja, das ist nicht besonders klug. So, du Affe. Das war ein aufgeladener R2. Ich glaube. Oh, ich bin tot. Nein, du hast hier wieder auf. Ach, Fotomodus. Oh nein, wie bescheuert er. Also unten bei dieser goldenen Linie drück mal R1 und R2 gleichzeitig. So meinst du? Ja. Ich glaube, das lädt sich nämlich dann immer auf und dann kannst du besonders viel Schaden machen. Okay. So kam mir das jetzt halt irgendwie vor. Mhm. Gut. Na, das habe ich doch ganz schön gut gemacht, oder? Ja, muss ich dir ausnahmsweise sogar recht geben. Jetzt könnte ich auf die Karte gehen, ne? Jetzt hätte ich ja Zeit. Mhm. Sperrgebiet, da gehen wir nicht hin. Was ist das hier alles? Xerg, was? Das sind andere Spiele, oder was? Ja, sieht fast so aus. Also, oder irgendwelche Missionen von denen? Und was bedeuten diese? Nein, ich glaube, das sind Fotos von denen. Meinst du? Ja, es sieht doch so aus, oder? Ja, stimmt, Dreieckstaste würde heißen jetzt mal in Großaufnahme, oder was? Ja, es sind einfach nur Fotos von das denen. Das ist ja super, sollen wir das liken? Das liken wir, komm. Oh Mann. Ach nee, das war jetzt nicht geliked, oder? Jetzt ist geliked. Ja. Super, hast gut gemacht. Ich glaube, bei den Ausrufezeichen. Siva, okay, das ist der Schnellreisepunkt. Hä? Ja, das wird das Zuhause da sein. Das sind die Ställe, da können wir uns noch irgendwas kaufen. Der Weber, du wolltest zu einem Waffenschmied vorhin. Ja, aber ich weiß nicht, wollte ich dahin oder habe ich gesagt, dass das wohl einer ist? Wir können noch hier mal vielleicht Eisen schmieden. Oder wir gehen zurück zu unserem Haus. Und guck mal, was es da für Quests gibt, oder? Schnellreise. Oder wir können da mal, du kannst dir da eine Markierung hinsetzen, können wir die Schnellreise vielleicht freischalten. Ja, das dann scheint aber nicht so zu klappen. Doch, jetzt hast du die Markierung gesetzt, jetzt musst du da wahrscheinlich so. Nee, die ist ja ausgegraut. Ja, du musst jetzt ja dir erst wieder freischalten. Oder nicht? Ach so, meinst du? Das war in den vorherigen Teilen ja auch okay, so. Okay, dann probieren wir das. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht unser Haus, weißt du? Weil da waren wir ja schon. Ja, aber unser Haus müsste irgendwo rechts sein, keine Ahnung. Naja. Geh mal zu dem Punkt hin. Ja, ich hier schon. Du musst nach links. Wie nach links? War das nicht der Adler da? Ja, da bei dem Adler. Der Adler. Da kannst du jetzt den neuen Schnellreisepunkt freischalten. Ja, aber den habe ich doch markiert. Also der ist auf jeden Fall hinter uns. Ja, der ist doch da. Ah, da ist der. Aha. Das sind Aussichtspunkte. Da oben, das ist der Aussichtsturm. Ja. Ah, das habe ich nicht kapiert. Das dachte ich mir schon. Mhm.
Jawohl. Ach du Scheiße. Mein Pferd brennt! Mein Pferd brennt! Fuck. Oh, ich glaube, da darf ich nicht hinter. Ja, ich wollte es doch gar nicht. Ich glaube, ich steige einfach ab. Ich glaube, ich schleiche mich da jetzt richtig. Ja, ach, mit Schleichen wäre es dann auch schon wieder gewesen. Lieber Gott. Ich bin praktisch tote. Ach ja. Du lieber Gott, weil ich. Was war das denn? Verdammt. Du hast gesagt, ich soll dahin. Verflucht. Wir haben nicht gesagt, dass du in das Lager reinlaufen sollst. Lass ich mich von irgendwelchen Zwergen. Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Der kommt, hä? Ja, du bist ja auch nicht geduckt. Oh nein! Ja, du. So, du. Ach so, dann kommt noch einer. Ja. Ach. Ja. Desynchronisiert, das heißt so viel wie tot, hä? Ja, nett ausgedrückt. Oh, mein Gott. Das wäre dann auch unser erster Tote. Na endlich, hä? Na, ich hab schon drauf gewartet. Du bekommst EP, dass du gestorben bist, hä? Ja, immerhin, ne? Die wollen ja, dass ich trotzdem Yalla, yalla. Wie kann ich mich ducken? So. Ah, super, das ist ja toll. Das war aber souverän jetzt, oder? Ja, der hat, glaube ich, Schmerzen. Befreie ihn doch von seinen Schmerzen. Danke. Sau. Kann ich den Blündhorn auch noch? Nee. Aber ich glaube, du kannst hier diese Felsen, kann man die hochklettern? Ja, ich kann mal probieren. Vielleicht ist das sogar Straße da hoch oder sowas. Ja, mehr oder weniger. Ja, wenn man damals schon von Straßen gesprochen hat. Hat man. Das ist ja gar nicht so weit in der Antike. Das ist ja 49 vor Christus. Vor unserer Zeit, Entschuldigung. Ja. Nee, 48. Das ist ja ein Jahr später. Ja, stimmt. Aber das war jetzt souverän. Also dafür, dass es gerade ziemlich unsouverän war hier mit der Desynchronisation. Ja. Guck mal, da kann man sogar schlafen und alles. Und blündern. Blündern kann man auch. Du hast einen Bogen bekommen. Und zwar Qual 2. Nee, Qual 8. Qual 8. Ja, plus 2. Mhm. Und lesen und schreiben kann man da auch üben. Warum? Das kann man auch hier und alles. Vollkommen blündern, ja. Lindern. Und ja. Das auch. Ja. Du kannst ja auch nochmal hier dein was? Dingens-Impuls machen. Der Impuls. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon alles, oder? Ja. Nee, nicht ganz. Einmal blündern geht noch. Einer geht noch rein, sozusagen. Ne? Ah, und das ist der Synchronisierungspunkt, oder? Ja. Mhm. Der Klassiker. So kennen wir das auch von den anderen Teil. Ja, und da fliegt wieder der Adler. Ja, aber da ist ja nur Staffage. Ah. Schnellreise freigeschaltet. Ja. Nicht was war das? Dass ich mit Remo hier war. Benutze L und was? X, glaube ich. L und X um was? Um da runter zu springen mit dem halben Salto. Ach so, du meinst der. In den Mistwagen, genau. In den Mistwagen. Wir springen doch nicht in den Mistwagen rein, das sehen wir hinterher aus wie die Sau. Das ist ein Heuwagen. Ja, der Aufprall hat sich relativ hart angehört. Das stimmt. Aber es lag an dem Schild, oder? Ich stimme zu, ja. Das war genau deswegen. Jetzt können wir auch direkt zu unserem Zuhause wieder zurückschnell reisen. Wo ist denn unser fucking Zuhause? Das war bei das dem... Da? Nein, da unten.
Jetzt noch ein bisschen weiter nach unten und rechts. Das Eisenschmieden. Ach, das ist unser... Ja, das ist unser Zuhause. Ah, sag's doch gleich. Verflixt nochmal. Warum sagt mir denn das keiner? Lachst du mich eigentlich aus? Ha? Sag? Nein. Ich würde dich doch niemals auslachen. Nicht? Nein. Ah, das sieht ja geil aus, wie sich das aufbaut, ja. Aber. Hä? Ja, darf, vielleicht sind wir doch nicht mal, ganz richtig. Darf ich mal sagen. Hä? Was ist das? Sag. Sollen wir das mal erkunden? Also, das kommt mir jetzt alles irgendwie neu vor. Ja, du kannst doch den Adler benutzen, dann bist Soll du vielleicht ich? Ein bisschen schneller im Erkunden. Ach nee, das war das Pferd, verdammt. Ja, musst da lang drauf. Ah nee, bleiben. Ich muss kurz drücken. Ich muss kurz nach oben drücken, dann tut er das Richtige. Ja, aber was ist das hier verflixt? Schau mal direkt nach unter dich. Spielt. Oh, was seid denn ihr für welche? Schweine. Flieht. Sind das. Ist das ein Räuber oder sowas? Ja, kann sein. Soll ich mal also machen? Da. Schau mal, wenn du auf den drauf gehst. Dann kommt Material da irgendwas. Oh, schau mal, da kann man auf einer Kuh rein. Ah, nee, das ist das Pferd. Ich sitz mal auf. Hallo. Ach, oha. Das könnte aber haarig werden. Sollen wir uns mal kurz desynchronisieren? Zack, zack. Ja, das war relativ einfach, der erste. Aber die schießen alle ziemlich präzise mit ihren Pfeilen Zack. Nach dir. Ja, aber der ist praktisch abgestiegen hier, der Kollege. Der auch. Und der auch gleich. Pass auf. Ja. Das geht ah, schau mal, schnell. Ich habe hier Feuerdingsbums. Das könnte ich jetzt eigentlich benutzen. Benutze ich, ja? Boah. Krass. Oder? Krasser Stoff. Hast du gerade das Pferd geschlagen? Oh, Also das mit dem Blut, das siehst du gar nicht alles. Nee, das ist ganz normale Hautfarbe bei denen ja, in Ägypten. Ja, Hausfarbe. In Ägypten ist die Haus... Oh, hallo. Oh ja, du hast das Pferd tatsächlich geschlagen, ne? Oh, hallo. Ich glaube, die waren eigentlich neutral, aber... Nee. Ja, bevor du auf den einen geschossen hast, meinte ich. Meinst du? Ja, meine ich. Jetzt sind sie tot. Ja, jetzt sind sie noch viel neutraler als vorher. Oh, oh, ein Streitwagen ist das sogar. Ey, aber ganz ehrlich, die Framerate ist scheiße. Also. Allerdings wissen wir immer noch nicht, wo unser Zuhause ist. Das Spiel ist ja ganz lustig, aber die Framerate ist übel. Ich glaube, die kannst du alle plündern. Ich kann so nicht arbeiten. Es sind ja immer noch welche. Boah, fuck. Das hört ja gar nicht auf. Oh je. Er hat seinen eigenen Mann geschlagen. Wie meinen eigenen Mann? Ich hab doch keinen. Nein, ich meine den. Der hat seinen eigenen Mann geschlagen. Ach so. Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen stressig, da nicht sind. Ich habe da jetzt gar keine Lust mehr weiter zu kämpfen. Da, da kommt noch ein. Der läuft in der Luft, der Interess. Wow! Verseucht! Der Luftreiter. Wir haben schon einen Folgentitel. Ja. Der Luftreiter. Jetzt versuchen wir mal unser Zuhause zu finden. Ptolemäus-Statue. Zu Hause. Ah. Guck mal, zu Hause. Sollen wir mal zu Hause gehen? Ja, setz mal eine Markierung. Komm, wir gehen zu Hause. La 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 la.
Da bin ich aber mal gespannt, ob man da vielleicht schon jetzt schon in irgendwelchen Foren was finden kann in Bezug auf Framerate ist Kacke. Unterirdisch oder so. Schatzplündern, 0 von 1. Hallo? Na gut. Wenn abgeschlossen ist, dann müssen wir halt hier... Ich glaube, das ist nicht dein Zuhause. Ja, du müsstest aber eigentlich, oder? Hä? Eigentlich schon, ne? Ja, du stehst ja auch drauf. Also zu Hause geht's gar nicht. Zu Hause. Springe ich hinunter. So. Springe ich. Gehe ich in zu Hause. Oh, ist ein alter Autoreifen. Hey, ja. Sieht aus wie ein alter Autoreifen. Ja. Ah, ist aber gar kein Autoreifen, ist so ein Kutschendings da. Kutschdings da. Kutschenrad. Schau mal, da hinter dir ist noch eine Tür, vielleicht geht's da ja rein. Hä? Hä? Also das also ist man wird's bestimmt komisch. Irgendwann verstehen, aber das ist auch nicht das Haus, wo wir vorher waren. Ja. Vielleicht ist das ist doch das Haus, vielleicht wo ich vorhin reingelaufen bin, oder? Mm-mm. Lauf mal hier rechts. Vielleicht ist das mein früheres Zuhause. Wir waren vorhin wahrscheinlich bei dem Zuhause von dem, wie hieß der, Hepzifer oder so ähnlich. Ja, Hepzifer. Und hätte jetzt ich jetzt schon wieder vergessen. Und jetzt sind wir halt... Mach nur mal die Karte auf. Aber die Sonne geht unter, so langsam. Hä? Ptolemäus-Statue, Stelle. Da waren wir vorhin mal. Weber. Aber das müsste doch schon... Siva. Ja, das... Ist es das? Nee. Wir waren ja vorhin bei Siva. Ja, stimmt. Eigentlich waren wir da, ja. Oh, Mann. Das ist unlogisch. Zu Hause Schatzplündern. Schatzplündern, ja, was Schatzplündern? So ein Quark, ehrlich. Also ich würde sagen, bevor wir weitermachen, machen wir mal eine kurze Pause. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.